Die Mannschaft hat danach im Kreis zusammengestanden. Wie kann der Trainer, wie können auch Sie die Kollegen jetzt aufbauen? Was kann man vielleicht auch Positives aus diesem Spiel mitnehmen? Positiv ist sicherlich salopp gesagt erstmal, dass wir wieder die Null gehalten haben. Hinten daraus hätten wir vielleicht sogar mit ein bisschen Pech dann auch noch einen Konter kriegen können. Aber ja, am Ende des Tages sind es jetzt 3 Punkte auf den Rest. Oder gehe ich mal von aus, ungefähr 7 bis 9 Punkte. Es ist jetzt nicht super, wir haben uns hier 3 Punkte ausgerechnet. Dabei ist jetzt auch noch nichts passiert. Also es gab auch viele gute Dinge. Ich glaube, wir brauchen jetzt einfach dieses Selbstverständnis und wir müssen uns auch dieses Selbstvertrauen erarbeiten, dass dann auch mal ja, die Chancen alle reingehen. Weil ich glaube, der Aufwand ist enorm. Ich hoffe, das sieht man auch von außen, dass wir viel investieren. Aber ja, im letzten Drittel soll es halt einfach noch nicht sein. Wir halt dominant sein wollen. Wir wollen viel Ballbesitz. Wir wollen nicht nur in die Tiefe spielen, wir wollen auch viel über die Verlagerung kommen. Wir wollen den Gegner laufen lassen. Dafür brauchst du Sicherheit, dafür brauchst du Spielfitness, dafür brauchst du Selbstbewusstsein. Und wir haben halt nicht dieses Selbstbewusstsein, was du brauchst, um bei Energie Cottbus dann das auch so umsetzen zu können in schwierigen Situationen. Heute geht es eigentlich dann nur darum, haben wir ja gesagt, bei allem Respekt. Und das mag ich auch am Fußball, dass solche Vereine, wie der Kollege gesagt hat, als Familie sich gegen sowas stemmt und versucht, mit ihren Möglichkeiten sich fußballisch und menschlich zu wehren. Da musst du, solche Siege musst du einfahren. Egal wie sie dann am Ende zustande kommen, das machen dann am Ende Spitzenmannschaften aus. Und das haben wir im Moment nicht. Wir haben im Moment in den Abläufen treffen wir zu oft falsche Entscheidungen, wo wir den Ball klatschen lassen sollten, geben wir ein 1 gegen 1, ohne sich vorher zu orientieren. Wenn wir flanken können, flanken wir nicht. Wenn keiner in der Box ist, dann flanken wir. Das ist eine menschliche Komponente und das ist auch, dennoch ist es ärgerlich, weil ich glaube, dass das Spiel heute zu gewinnen ist und auch gewinnen werden sollte. Von muss rede ich nie, weil das im Fußball, das sieht man gestern 89. Minute, Borussia Dortmund 2-0 und es geht noch 3-2 aus. Fakt ist aber auch, wir müssen schneller und besser in die Abläufe kommen und da sind alle aufgerufen. Ich sehe schon, dass der ein oder andere Spieler im Moment nicht dieses nötige Selbstbewusstsein hat, was man braucht, um diese Souveränität und dann auch diese Intensität zu fahren, die du brauchst, um erfolgreich zu sein. Ja, unser Spiel ist, denke ich, einfach von hoher Intensität geprägt. Wir versuchen, hohes Balltempo auf den Platz zu bekommen, auch gegen den Ball gleich hohes Tempo zu gehen. Das ist uns am Anfang gut gelungen. Dann hatten wir, ja, wie Sie sagen, zwischendurch eine Phase, die nicht ganz so intensiv war. Ja, und jetzt müssen wir halt versuchen, das konstant durchzuziehen. Ja, müssen alle Spieler regelmäßig auf die Platte kriegen. Ist schwierig genug mit der Vorbereitung. Viele Verletzte gehabt, viele, die neu dazugekommen sind, die erstmal Anpassungsschwierigkeiten haben. Wir müssen so viel wie möglich Leute auf die Platte kriegen, dass wir unseren Rhythmus finden. Hart arbeiten in den Trainingswochen und dann werden wir für harte Arbeit belohnt.